So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life. Ist schon wirklich sehr, 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 sehr lange her, dass hier mal gespielt wurde. Das habe ich ja auch erstmal liegen lassen, das Spiel. Wir wollen aber weitermachen hier beim Explosionsdingens. Die Sache ist, ich habe schon mal eine dritte Aufnahmesession gehabt, wo ich von hier aus gestartet habe und dann anderthalb Stunden gespielt habe. Das ist jetzt schon mittlerweile über ein Jahr her. Das Problem war, ich hatte da dasselbe Manko wie bei einigen anderen Aufnahmen, dass mir die Sprachspur total versetzt war zum Spiel, also mein Audiokommentar. Und das war halt Mist. Das war so extrem, dass ich die Aufnahme wirklich in die Tonne treten konnte. Deswegen fangen wir von hier nochmal an, da das aber schon so ewig her ist, ist das gar nicht so schlimm, denn ich weiß gar nicht mehr, was damals eigentlich Sache war. Und ich muss mich sowieso erstmal wieder ins Spiel reinfinden, was wir überhaupt so an Waffen haben. Sieht ja ganz gut aus. Ich glaube, wir bleiben mal hier bei... Ach, man muss das immer mit Enter bestätigen. Okay, da muss ich mich erstmal wieder dran erinnern an solche Sachen. Haben wir denn hier noch jemanden leben? Hier ist so ein Gequietsch die ganze Zeit. Okay, ich muss mich auch erstmal wieder in die Steuerung reinfinden. Ich bin ja nicht so der Half-Life-Veteran, deswegen weiß ich die nicht von Beginn an wieder. Ich glaube, hier könnte man einfach dran, ohne irgendwas... Ja, genau. Sehr gut. Wir müssen mal schauen, wie das jetzt läuft. Vielleicht hätte ich auch erst nochmal abseits der Aufnahme mich kurz eingewöhnen sollen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Und ich glaube, ich muss oben noch irgendwas drücken, damit hier die Klappe aufgeht. Also nochmal hoch. So. Doch mit E. Hatte ich doch eigentlich gerade schon versucht. Warum hat das da nicht funktioniert? So, ab da unten. Und dann warten wir mal auf den Aufzug. Kommt keiner. Wollte ich doch gar nicht. Mit der rechten Maustaste schießt man auch. Ist ja interessant. Jetzt war ich glatt überrascht, dass der Aufzug losfährt, wenn ich drücke. Gut, sicherheitshalber gucken, dass nichts von oben runtergefallen kommt. Aber sieht diesmal gut aus. Ach, das ist die Schnellfeuertaste quasi. Ah, muss mir doch jemand sagen. Lebst du noch? Hallo? Was war das denn? Ja gut. Ganz sneaky, sneaky angeschlichen hier. Hat er auch gar nicht gesehen. Und ihm dann einfach mal eins in die Fresse verpasst. Okay, wie ging das hier? Ah, okay, so. Klingt, als ob irgendeine Rakete startet. So, schauen wir mal. Ach, egal. Wir fahren einfach drüber, genau. Oh, 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 oh. Nein, warte auf mich, warte auf mich! Verdammt, das wollte ich ja nicht. Gut, hier ist sowieso Ende. Damit hat sich das ja sowieso erledigt. Und wir müssen mal wieder eine Kletterpartie starten. Ah, achso, ich brauche ja diesen Crouch-Jump, stimmt. Bist du noch am Hocken? Nee. What? Treffe ich den? Weiß es gar nicht. Egal, wir können auch einfach mal hingehen. So, oh, wir können hier sogar laufen. Das ist doch perfekt. Formidabel. Problem ist bloß, wenn ich jetzt hier runtergehe. So, hat sich erledigt. Gut, wurden wir halt mal getroffen. Was soll's. Ab nach oben mit uns. Halt, nicht zu weit. Ach, die Steuerung, die ist so ruppig, also man muss sich erst mal dran gewöhnen, dass der sich wirklich so schnell bewegt, der Gordon. Ist ja doch in den meisten Spielen etwas... Huch, wo sind wir denn hier? Ist ja doch etwas anders in den meisten Spielen. Da lang. Daten werden geladen, wunderbar. Und raus. Ah! Naja, lief ja etwas suboptimal. Okay, es hätte auch eine Leiter gegeben, das wäre natürlich auch eine Alternative gewesen, aber ein echter Gordon Freeman, der nimmt doch keine Leitern! Oh, da ist noch einer. Muss man ja noch sagen. Ah,
Aber dann? Stirb doch mal! Na geht doch! So ehrlich mal, was ist denn los? Gut, wir müssen irgendwie auf das Röhrchen hier und ich befürchte, wir müssen dazu wieder hoch, ja. Völlig umsonst runtergekommen hier. Halt! Nicht zu weit! So, rüber. Das war super. Sag mal, hat uns das gar kein Leben abgezogen? Halt, nein, du sollst nicht da rein. Was machst du denn? Ich habe gerade noch ein bisschen Probleme mit der sehr schnellen Steuerung, wie ihr merkt. Aber naja, was soll's. So, neuer Versuch. Ich glaube, ich spring mal gleich von hier oben ab. Alles noch besser. Energie jetzt auf 50%. Energie Merci. Jetzt auf 65%. Okay. Wer schießt? Wer schießt? Ah, von da drüben. Okay. So. Er schoss. Er schießt nicht mehr. Da drüben ist es, glaube ich, nicht so gesund lang zu gehen mit dem Fass. Okay, da drüben liegt Zeug rum, aber da kommen von hier aus... Ach, ich weiß wieder. Die Stelle kommt mir bekannt vor. So, in der Mitte gibt's irgendwie nichts, oder? Genau, wir können hier aber am Rand langlaufen. Oh, ich gehe einfach mal. Oh, so nah an der Kante. Nicht gut. Ach, oh, sehr gut. Okay, vielleicht hätte ich erst mal den Typen platt machen sollen, damit wir dann, falls wir nochmal eins auf den Sack kriegen, uns dann wieder auffrischen können, aber was soll's. Nein, nicht runterfallen. Dankeschön. Ruhig zu springen, ich mal lieber über den Tisch, damit wir nicht auch noch reinfallen. Hä, nicht doch! Mach doch nicht solchen Unsinn! So. Das war mir jetzt mal ein Bedürfnis, etwas mehr an den Reihen zu schießen. Ich traue mich gar nicht, mich rumzudrehen. Ah! Das war gerade ein bisschen kritisch. Weiß ich nicht, ob mir so vorkam, aber irgendwie hatte ich jeden Moment das Gefühl, reinzustürzen in diese scheiß Brühe. Na gut, gehen wir weiter. Wir sind auch gerade wirklich an Orten, an denen man unbedingt sein möchte. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr, was gerade unsere Aufgabe ist. Wir sind ja damals an die Oberfläche gekommen und haben es dann leider nicht weiter geschafft. Also mussten dann wieder runter, weil oben... Ah, bist du wohl. Hat er uns echt erwischt? Ich glaub's ja nicht. Wir mussten dann wieder runter unter die Oberfläche, weil da eine Armee war, die einen übelsten Krieg angefangen hat. Nix da. Noch einer. Habe ich schon immer so viel Munition verbraten in dem Spiel? Ich weiß es gar nicht. Bleib mal schön hier. So, meine kleinen Hackbraten hier. Dann wollen wir mal weiter. Ich dachte mir gerade, warum hat er so eine ungesunde Gesichtsfarbe, aber das ist einfach nur... Ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen. Ja, jetzt ist die Brücke im Arsch. So ein Mist. Zack. Hier lag was. Oh, hier liegt was Süßes. Oh, hier liegt was Süßes. Oh, hier liegt was Süßes. Kennt das jemand? Zufälligerweise? Ach, da unten. Okay. Wow. War hier gerade jemand? Na egal. Oh. Ich weiß halt nicht, ob das überhaupt was bringt, auf die Entfernung zu schießen. Das kommt mir bald nicht so vor. Ich habe das Gefühl, ich mache ihn nur noch pissiger. Okay, gehen wir einfach weiter. Ist auch egal. Oh, hi. Du auch hier. Ach stimmt, die Schlange zweimal zu. Ich kann es vergessen. Ich bin noch nicht wieder so drin, ihr merkt es vielleicht.
das für ein Krach hier? Los, Raketenschieb bleibt abführen. Wenn nicht, mach das verdammte Ding, bevor es noch größer wird. Okay, Raketentriebwerk abfeuern war alles, was ich verstanden habe. Ach nein! Oh, ich dachte, das wäre schon in der Aufnahmesession davor gewesen. Oh nein! Verdammt! Nein, nehmt das Ding weg! Nehmt das Ding weg! Oh nein! Ich will das nicht nochmal machen! Ich hasse dieses Biest! Okay, Bill, das Ding kann uns hören. Nee, wirklich? Okay, ich werde das Gebiet sichern. Ja, bleib lieber hier. Ist vielleicht besser. So. Ein paar Granatos einsacken. Die brauchen wir jetzt nämlich, denn wir müssen... Wo haben wir sie denn? Da. Wir haben nämlich so keine Chance gegen das Vieh. Ich muss mal gucken, was ist denn die Schnellspeichertaste? Ich glaube, das war nicht F5, war das F6? Ja, F6. Okay. Wir haben das Problem, dieses Vieh da... lässt sich nur töten, indem wir das Raketentriebwerk anwerfen. Aber wir können das Raketentriebwerk noch nicht anwerfen. Können wir ja schon mal schauen. Wenn wir... Oh, nicht der richtige Weg. Wenn wir hier zum Knöpfchen gehen. Sagt Ed. Denn da fehlen noch Treibstoff und Sauerstoffzufuhr. Komm ich ja auch mal drum rum irgendwie? Ja. So. Denn da fehlen noch Treibstoff und Sauerstoffzufuhr. Und die müssen wir jetzt bereitstellen. Das Problem ist, wenn wir hier rausgehen, erfahren wir einen sehr schmerzhaften Tod. Wenn wir einfach so rausspazieren. Wir müssen aber dieses Vieh ablenken. Boah, nicht doch, bleib weg. Ich muss bloß mal schauen, wo da unten der Zugang ist. Also hier unten auf den tieferen Etagen gibt es dann halt Zugänge und wir müssen... Also die meisten von euch wissen das doch sowieso, weißt du, so gut wie jeder schon mal gespielt hat, außer ich. Wir müssen dann halt da runterkommen, solange das Biest abgelenkt ist. Probieren wir es mal. So. Das war nicht der Weg, den ich wollte. Oh, nein, 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 nein. Nein. Immerhin haben wir noch die Bretter weggekriegt. Ja, ich hätte vielleicht auch wechseln sollen auf die... auf die Crowbar. Okay, das war nicht ganz der richtige Weg. Vielleicht können wir auch mal... Ja, der passt. Oder so halb. Ich wollte ein paar Kisten wegsprengen. Hat funktioniert, so halb. So. So, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Jetzt aber. Shit. Schon wieder. Es ist natürlich eine großartige Kombination. Ich, der gerade total aus der Steuerung raus ist von dem Spiel. Und dann gerade die Stelle. Das ist ein Traum. So, diesmal sind die Kisten auch weg. So, diesmal wechsle ich gleich, wenn ich sie finde. So. Ah, lauf, mein Freund! Lauf um mein Leben! Klopf es weg! Oh. Wie zur Hölle sind wir hier durchgekommen? Na gut, egal. Nochmal, weil unten sein muss, alles weggemacht. So. Sogar ohne Leben zu verlieren. Ich speichere mal kurz noch. Und dann können wir mal weiterschauen. Einmal die Schleuse anwerfen. Ich finde es immer noch Wahnsinn, dass wir das gerade geschafft haben, ohne Leben zu verlieren. Im dritten Anlauf zwar, aber ohne Leben zu verlieren. So, komm mal her, ich will mal nicht hier die Brücke wegspringen. Ich sagte, komm mal her. Wo? Alter, auf die Entfernung! Der regt sich gar nicht. Ah! What? What the fuck? Dieser kleine Drecksack da hinten. Gut, dass ich gespeichert habe. Was war denn das? Ja, du schießt einfach auf die explosiven Scheißfässer hier. Komm mal her hier. Ich mach das trotzdem so. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, man hat überhaupt keine Chance. Das Ding schießt automatisch da drauf. Dann müssen wir halt hier über die Leitung klettern. Ist eine ganz wunderbare Idee, aber hat funktioniert. So, ein bisschen für den Anzug hätte ich besser gefunden, ein bisschen Energie. Aber gut, nehmen wir so hin. Und die Daten werden geladen, wunderschön.
Was sind das für Geräusche? Creepy. Okay, was soll's?